be strong. Hey, ich bin Elisabeth von So geht Canva und heute widmen wir uns dem Thema Instagram Reels. Sind ja momentan in aller Munde und vielleicht hast du auch schon festgestellt, wenn du dein Reel Cover Bild 1:1 in deinen Instagram Feed postest, dann wird oben und unten von deinem Reel Cover ein ganz schönes Stück abgeschnitten und dann kann es dir natürlich passieren, dass dein Instagram Feed dadurch nicht mehr schön ausschaut. Das wollen wir vermeiden und ich möchte dir heute zeigen, wie du das am besten tun kannst und habe dir dafür in der Infobox eine Reel-Cover-Vorlage entsprechend zum Download bereitgestellt. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Canva-Account und es ist auch ganz egal, ob du Canva Free nutzt oder die Canva Pro-Variante. Also ich würde dich jetzt bitten, im ersten Step, geh in die Infobox, hol dir deine Reel-Cover-Vorlage und dann gehen wir gemeinsam an den PC und schauen uns an, wie du diese Reel-Cover-Vorlage dann an dein Brand anpassen kannst. So, ich habe mich jetzt in meinen Canva-Account eingeloggt und habe mir meine Vorlage, die ich mir schon mal gebastelt habe, für das Coverfoto meiner Reels, meiner Instagram-Reels aufgerufen. In den Kommentaren findest du den Link zu diesem kostenlosen Template. Ich habe das dir designt, das kannst du dir 1:1 runterladen. Auch in der Canva-Free-Variante kannst du das nutzen und entsprechend dann dein Reel-Cover nach diesen Vorlagen designen. Und zwar, du siehst hier, dieses Reel Cover setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Und zwar habe ich dir einmal hier einen Titelbereich eingefügt, dann einen Untertitelbereich und du siehst hier eine rote Box, die da drüber liegt. Die rote Box ist der ausschlaggebende Punkt. Und zwar, alles, was sich in dieser roten Box befindet, wird letztendlich von deinem Reel als Reel Cover in den Instagram-Feed übernommen. Ich werde dir das dann nachher auch 1:1 zeigen, wie es letztendlich dann am Handy ausschaut, wenn du das Ganze postest. Aber jetzt hast du zum Beispiel hier die Möglichkeit, dieses Template nach deinen Wünschen und Vorstellungen abzuändern. Du musst dir einfach nur merken, alles, was hier groß sich befindet, ist dein komplettes Reel. Das sehen die Leute, wenn die dein Reel ansehen. Und alles, was sich in dem roten Bereich befindet, sehen die Leute in deinem Instagram-Feed. Das heißt, wenn du möchtest, dass das Reel-Cover-Bild sehr gut in deinen Feed passt, dann musst du darauf achten, dass alles, was sich in dieser roten Box befindet, dann dein Design wiedergibt für deinen Instagram-Feed. Ich zeige dir das jetzt einfach mal. Wir tauschen jetzt hier hinten mal das Foto zum Beispiel aus. Da musst du dann eben auch entsprechend beachten. Du siehst wieder den roten, das rote Quadrat. Alles, was sich innerhalb des roten Quadrats befindet, wird letztendlich dann auch dein Instagram Feed Design, also falls jetzt hier in irgendeiner Form das Foto verschoben wäre oder nicht richtig passen würde, dann musst du es halt entsprechend hinziehen, dass es für dich passt. So schaut es ganz gut aus. Müsste funktionieren für den Instagram Feed. Dann kannst du hier deinen Titel eingeben, also zum Beispiel 5 Tipps für dein Design. Und hier unten geben wir einfach mal ein in Canva. Du kannst hier natürlich deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn wir das Reel Cover Design jetzt runterladen, dass du dir hier den roten Rahmen rausmachst, weil ansonsten hättest du den natürlich auch in deinem Cover Design. Ich habe hier das Ganze gesperrt, dass sich bei mir eben dieser rote Rahmen während der Grafikerstellung nicht verschiebt. Den kann ich hier wieder entsperren. Also so sperrst du dein Design. Und so entsperrst du dein Design. Ich nehme jetzt hier den roten Rahmen raus und gehe auf Download. So. Jetzt habe ich das Design letztendlich
runtergeladen und ich werde die jetzt in die Handy-Ansicht wechseln und dir zeigen, wie du letztendlich dann das Coverbild in deinen Reels hochlädst und wie sich das Ganze dann darstellt in deinem Instagram-Feed und in den Reels. So, jetzt bin ich mal in die Handyansicht gewechselt. Und zwar siehst du, wenn du dein Reel erstellt hast, du hast dein Video erstellt, du hast deine Musik hinterlegt und so weiter, dann ist der letzte Schritt hier im Reiter Teilen. Und zwar, du siehst unter Teilen, Reels, dann entsprechend schon ein Vorschaubild von deinem Reel. Und das wollen wir natürlich jetzt austauschen, weil sich Instagram immer automatisch das Vorschaubild aus unserem Instagram Reel rausholt. Deswegen klicken wir hier auf Titelbild und scrollen ganz nach unten und gehen auf Aus der Galerie hinzufügen. Und dann klicken wir einfach unser designtes Reel Cover an und schon hat Instagram nicht mehr ein automatisches Bild aus dem Video generiert, sondern unser entsprechendes designtes Coverbild. Wir gehen jetzt hier auf Fertig und können hier dann unsere Bildunterschrift hinzufügen, wie wir es kennen, mit Hashtags hinterlegen und so weiter. Und wenn wir jetzt hier auf Teilen gehen, wird bei mir in dem Fall auch automatisch das Design in den Feed geteilt. Also wir gehen hier mal auf Teilen und dann dauert es eine ganze Weile, bis Instagram das Video konvertiert hat und alles hinterlegt hat. Und ich zeige dir gleich, wie es dann ausschaut in deinem Newsfeed und in deinen Reels. So, und wie du siehst, das ist jetzt hier unser Instagram-Feed. Da taucht eben genau der Bildausschnitt aus unserem Reel-Cover-Design auf, der mit dem roten Rechteck hinterlegt war. Also wirklich nur das Bild, das wir eingefügt haben und auch nur innerhalb dieses roten Quadrates, das auf dem Design war. Da siehst du schon mal, es ist wirklich wichtig, dass du dich an dieses rote Rechteck hältst, damit du weißt, was in deinem Instagram-Feed auftaucht. Wenn du unter die Reels gehst, siehst du dann letztendlich die komplette Cover-Vorlage. Also da hat er die komplette Vorlage übernommen. Also das sind die zwei Unterschiede des Ganzen. Daher meine Designvorlage, dass du dich da schön dran halten kannst und immer weißt, wo was abgeschnitten wird und wo du dein Design platzieren solltest, damit es in deinen schönen Instagram-Feed passt. Und damit hoffe ich natürlich, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, wenn Fragen auftauchen, ab in die Kommentare damit. Folge mir gerne auf Instagram, da gibt es auch immer kleine Tipps und Tricks zu Canva. Und was richtig klasse wäre, wenn du anhand von meinen Lehrvideos ein Grafikdesign erstellst oder ein Reel Cover zum Beispiel, dann tagge mich gerne, damit ich sehen kann, was für tolle Grafiken du anhand von meinen Lehrvideos entsprechend erstellst. Damit wünsche ich dir viel Spaß und bis bald. Ciao! Be strong. Ooh.